So, und weiter geht's. Mit ein paar Nachtrennen. Wir müssen nämlich noch ein bisschen leveln. Und Level können wir nichts machen. Keine neuen Teile, keine neuen Rennen, nichts. Und so kommen wir auch nicht in der Story weiter. Ich habe hier, glaube ich, keine Nacht drin, keine Tag drin mehr. So. Und solange die Kopf sich mitspielt, ist mir das herzlich egal. Aua. Scheiße. Verfahren. Das war natürlich jetzt alles andere als gut. Gut, dass sie nicht alle, weit auseinander sind. So, jetzt sind wir da vorne, da wo wir hingehören. Oder wo ich mich selber sehe, sagen wir es mal so. Dann haben wir das hier gewonnen. So, haben wir jetzt auch irgendwas, was ist gerade noch... Hey. Haben wir jetzt auch irgendwas, was uns gerade so ein bisschen interessiert? Wahrscheinlich nicht, ne? Kann ich hier nicht ansetzen, die Frage? Kann ich nicht. So ein Rotz. Weil überall Kopf sind, das ist das Problem an der Scheiße. Hab ich hier oben noch ein Dings gefunden? Verstecke ich, kann nicht alle Verstecke anfinden. Das ist scheiße. Ich kann nicht alle Verstecke anfinden. Warte mal, müssen wir tagsüber gehen? Tagsüber kann ich nicht. Kann ich auch nicht, ne? So ein Scheiß. Ich kann nicht alle Verstecke anpinnen. Oder hinreisen. Ja, wir brauchen noch ein bisschen, um die Stufe 4 erst aufzusteigen. Also wie gesagt, wir haben noch massig zu tun. Und irgendwann müssen wir ja mal neues, auch immer ein neues Auto fahren. Muss ich auch im Autohändler gucken. Ein Auto haben wir freigeschaltet und ein Nissan.
Ist dann Sylvia mal freigeschaltet. Aber momentan bin ich mit dem 180 SX eigentlich sehr gut zufrieden. Der Wagen lässt sich gut fahren. Da hat auch schon ein bisschen Power drin. Ja gut, eine neue Tankstelle gefunden. Ja, entscheide dich doch mal, Kollege. Sehr schön. Das war eine Speed Trap, also ein Blitzer. Der nächste ist noch hier hinten. Bisschen wie bei Need for Speed Rivals. Und den haben wir auch ohne Volume geknackt. Oh. Machen wir uns mal auf die Straße. Kurz rennen mit Queen. Und wieder begeben wir uns in der Nacht. Daran neue RP zu sammeln. Oder Rep zu sammeln. Reputationspunkte. Oder auf Deutsch Erfahrungspunkte. Wie gesagt, wir brauchen Stufe 7, um überhaupt da irgendwie weiterzukommen in der Story. Dann gehen wir danach, wenn wir die nicht durch haben, in den Tag wieder machen. Da oben wäre doch irgendwo ein Trainingsrennen oder so. Ich finde, uns das ein bisschen Erfahrungspunkte, ein bisschen. Weil anders wird es mit Nacht drin, können wir eh nichts weiter, können wir sonst eh nichts machen. Ja, wir müssen. Okay, da ist wieder einer, der jetzt wissen will. Im Kopf. Der aber dann hoffentlich nicht nur uns jagt, sondern auch mal ein bisschen. Oh. Der Mann am Fahrer, dem Fahrerfeld hinterherjagt. Deiner klebt mir ein bisschen an der Backe, den mag ich, das mag ich überhaupt nicht. Wo soll noch ein Rundkurs rennen? Das ist kein Sprintrennen. Dann nehmen wir noch einmal ein Auto 50 Meter hinter uns. Wobei mittlerweile ist er ein bisschen abgeschüttelt. Eine Überraschung. So. Die Kopf sind also dann weit, weit weg. So viel zum Thema, die sind weit, weit weg. Der eine ist nämlich direkt hinter uns. Verschwinde mal von mir. Boah, geh mir nicht auf die Nüsse. Ich fahre ein Rennen hier. Der ist bissig. Ja, geh mir nicht auf es. Dankeschön, dass du mir ein Rennen versaust. So, das Rennen haben wir gewonnen und jetzt wird es dann kommen. Ja,
Genau, ich spiel doch ein. Ich spiel doch mehr mit. Hallo, hopp ab von mir. Oh. Hilfe. So, Auto repariert. Aber direkt wieder einen mitgekriegt von dem. Nein. Ich habe eine Idee, wie ich unser Zielfahrzeug zum Anhalten zwingen kann. Diese Verfolgung hat Priorität. Bewegt euch erst hierher. Ich habe rumgefragt, aber niemand gefunden, der euch helfen will. Ihr seid also auf euch gestellt. So, Kopf ist auch weg. Fehlt nur der eine Ampelmann hier. Verpiss mich, falls könnte. Super, wir sind schon für 6 schon. Hey, was geht ab? Im Polizeifunk ist die Hölle los. Irgendwer hat die Kopf so mächtig verärgert. Oh oh. Die sind sauer. Die Jungs sind sauer. Ja, merke ich gerade. Wir haben gleich Zentrale. Nein. So, ich kann nicht in die. Ich kann. Wir könnten hier draußen wirklich ein bisschen Hilfe gebrauchen. Ihr müsst die Party leider ohne Verstärkung feiern. Lass dich einfach was einfallen. Irgendwie habe ich gerade ein bisschen Probleme. Ach, verpiss dich. Vier Autos hinter mir. Nein! Ich schlage hier gleich ein. Ist die Sache erledigt? Wir versuchen immer noch, die Zielperson festzunehmen. Diese Verfolgung kostet uns eine Menge Einheiten. Ohne Verstärkung sind wir geliefert. Wir können gerade keine weiteren Einheiten rausschicken. So, der ist auch schon mal ein bisschen weg von der Karte. Ich glaube, wir haben schon für 7. Die müssen wir mittlerweile schon haben, die Rep-Punkte. Müssen wir hier aus der Zange raus. Verschwinde mal von mir. Ja, genau, jetzt kommt ihr mit denen, Jungs. Haut ab von mir. Wir machen hier jeden Moment den Deckel drauf. Ja, hast du immer See gegessen. Ich werde sie nicht alle wegkriegen. Die haben mich jetzt eh alle. Thema See gegessen. Ja, genau. Thema ist eh gegessen. Das war's. Oh, Entschuldigung. Ich bin in die Werkstatt und der Wagen ist wie neu. Na, aber gut. Ein paar Erfahrungspunkte bekommen.
Teil 7. Lotus, sehr schön. Alles repariert. Aber du hältst mich ganz schön auf Trab. Ich habe keine Kohle mehr, ne? Gar nichts mehr. Ist klar, aber weggenommen. Ach, schön, schön rein. Ja gut, warte hier. So, nehmen wir auf den Attackenmodus. Meine Kekse. Super, ich habe neue Events. Das heißt neue Rennen und neue Kohle. So, bin ich auf 5 Grad mal erst, also nicht 7. Das heißt, hier oben kann es weitergehen. Theoretisch nur da, ne? Und der hier noch. Okay, dann fahren wir da oben das Rennen. Gucken wir, wie es. Die dann zerstören. Ach, da hinten ist die Sprungschanze. Ah, zu niedrig. Machen wir dann in der nächsten Folge.